Hallo, heute ist Donnerstag, der 27. April 2017, und es geht gleich weiter mit meiner Videoreihe. Welche Veränderungen können transmaskuline Menschen erwarten, die mit der Testosterontherapie starten? Mal gucken, ob ich es dieses Jahr noch schaffe, diese Videoreihe zu beenden. Heute geht es um das Thema Bikini-Zone, Intimbereich, Bottom Area, Private Parts, das da eben zwischen den Beinen. Es wird nicht gehen um Fruchtbarkeit oder Menstruation oder sowas in der Art. Wenn ihr euch dafür interessiert, werde ich hier nochmal ein Video verlinken, da könnt ihr draufklicken. Hier geht es um alles andere, da kann man nämlich auch immer noch genug erzählen. Ja, fangen wir an mit etwas, was nicht direkt da sich zuerst zeigt, aber sich indirekt darauf auswirkt, nämlich. Ja, wenn man einen XX-Genotypen, und das ist nun mal die Ausgangslage von transmaskulinen Menschen, wenn man also einen XX-Genotypen Menschen mit Testosteron befüllt, dann fängt dieser Mensch an, auch ja, Testosteron gesteuert sich zu entwickeln und tickt dann auch ein bisschen anders. Und man kommt in so eine regelrechte Pubertät. Und alles in allem führt das dazu, dass sich die Libido, also der Sex-Drive, an Anfang auf jeden Fall erstmal stark erhöht, später allerdings wieder ein klein wenig absenkt. Also dass insgesamt der Sex-Drive steigt, insgesamt, weil Testosteron auch ein Hormon ist, was die sexuelle Aktivität erhöht, im Gegenzug zu Östrogen. Das heißt also, es wird erstmal mehr sexuelles Bedürfnis erregt und der Mensch selbst wird auch etwas erregbarer, eben genau da, weil es auch etwas besser durchblutet wird und weil sich da insgesamt etwas tut. Und jetzt komme ich mal mehr so in die Richtung, in den Süden des Körpers. Es passiert nämlich etwas ganz Erstaunliches, nämlich das Wachstum. Jetzt kommt wieder der Schnurz-Ausholer. Wir kennen zwar menschliche Genitalien in zwei hauptsächlichen Ausprägungen. Wir wissen, dass dazwischen noch jede Menge Platz ist, aber zwei große wesentliche Ausprägungen kennen wir. Und die werden von der Medizin auch ganz gerne als so entfernte Verwandte betrachtet, weil sie zwar optisch vollkommen verschieden aussehen, das ist richtig, aber Teile davon sind so unterschiedlich gar nicht aufgebaut. Das Wesentliche oder der größte Unterschied ist eigentlich mehr so die Landschaft drumherum, dass bei den XX-Genotypen sich etwas nach innen schlübt und bei den XY-Genotypen sich eher alles mehr nach außen wölbt. Ihr wisst, wovon ich spreche, ich muss das jetzt nicht benennen. Und naja, augenscheinlich auch die Größe. Ne? Das ist so der hauptsächliche, der Faktor, der sozusagen ins Auge springt. Ich versuche jetzt übrigens mal sämtliche triggernden Worte zu vermeiden, weil ich die selbst auch nicht mag und ja, weil sie halt einfach triggernd sind. Genau, aber wenn man sich jetzt mal den Teil anschaut, der sich bei beiden Geschlechtern eher nach außen stülpt, eher der so nach außen geht und man sich da mal anschaut, wie die aufgebaut sind, da hat man bei beiden einen Schaft und eine Eichel. Das Ganze ist natürlich unterschiedlich groß. Bei einem Penis sieht man natürlich diese Bestandteile deutlich besser. Aber auch bei XX-Genotypen ist das so, wenn man alle mögliche Haut mal ein bisschen beiseite schiebt und freien Blick auf das ganze Szenario hat, dann gibt es da auch eine Eichel, die sichtbar ist und wir nennen sie bei Frauen zumindest immer Klitoris. Aber das ist nichts anderes als die Eichel von einem Penis, von einem kleinen Penis natürlich. Und der Schaft davon, der ist entweder, liegt er sehr stark am Körper an, oder er geht halt so tief in die Haut gleich rein, dass man ihn gar nicht so richtig sehen kann. Aber vorhanden ist halt beides. Und jetzt kommt der erstaunliche Wachstumsprozess. Wenn nämlich Testosteron zugeführt wird zu einem Menschen, der XX-genotypmäßig aufgebaut ist, dann wächst genau das Beschriebene. Also der kleine Schaft, der teilweise vielleicht unter der Haut liegt oder nur sehr stark an der Haut angeschmiegt liegt, der wird breiter, teilweise auch länger. Und die kleine Eichel wird dicker, knubbeliger, vielleicht auch etwas länger. Es wächst insgesamt eher so ein bisschen nach, in die Länge und in die Breite. Es gewinnt an Volumen und sieht etwas voluminöser, etwas knubbeliger aus. Es wächst kein Penis, wie er von Cis-Männern so bekannt ist, in diesen Ausmaßen funktioniert das nicht. Da ist auch noch alles viel zu sehr am Körper festgewachsen, als dass das am Ende sich dann auch so vom Körper so lösen und einfach so schön in die Höhe recken könnte. Aber man merkt es schon, dass da ein Unterschied besteht und vor allem eben auch bei Erregung fühlt man dann auch besser, dass diese Bestandteile hart werden.
Das ist bei beiden Geschlechtern im Übrigen immer so, dass bei Erregung da das Blut hineinfließt und naja, wo Blut ist in Schwellkörpern, wird dieser Schwellkörper eben auch hart. Nur bei den Frauen sieht man das meistens nicht so, weil das meiste eben unter der Haut liegt. Ja, das weibliche Genital geht ja noch in den Körper hinein und verzweigt sich da auch noch so. Und wenn sich da irgendetwas verhärtet, sieht man das ja gar nicht, weil das alles unter der Haut sich abspielt. Aber es ist halt trotzdem da und es kann auch hart werden. Bei den transmaskulinen Menschen, die dann Testosteron genommen haben, ist dann schon so viel Volumen da, dass man das auch besser sehen kann und auch besser fühlen kann, dass es wirklich hart wird. Das klingt übrigens alles sehr hypothetisch, was ich gerade erzähle. Wenn ihr euch vielleicht mal einen Eindruck verschaffen wollt, wie sowas am Ende aussehen könnte, das ist natürlich wie üblich mal sehr individuell. Trotzdem kann man sich ja mal so einen Eindruck verschaffen. Schaut euch im Internet Bilder an, da gibt es massig Leute, die da Fotos von ihren eigenen Prachtstücken hochgeladen haben. Gebt einfach mal so Suchbegriffe ein wie Clitoris, FTM, Testo-Dick und Growth. Und am besten fügt ihr noch als Suchwort Tumblr hinzu, weil es gibt jede Menge Tumblr-Blogs, die dazu schon Sammlungen von Fotos hochgeladen haben. Es gibt zum Beispiel ftmsextalk.com, also ein Tumblr-Blog, der wird von zwei Trans-Leuten auch geleitet oder betreut, sag ich mal. Da sind auch schon jede Menge Fotos drauf. Schaut euch sowas mal an oder ihr guckt mal auf Pornoseiten, so blöd wie das klingt, aber da gibt es, wenn ihr da FTM eingebt, da gibt es auch einige Videos, wo Leute auch einfach ja, so in Aktion zeigen, wie sowas eben auch aussieht und wenn es auch erregt ist, wie das dann noch etwas härter aussieht und sowas. Also da kann man sich einen Eindruck verschaffen. Trotz allem ist das natürlich wieder mal eine höchst individuelle Sache, wie stark es wächst. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie es so die Ausgangslage aussieht. Also wie viel da schon vorher da war und ja, wie euer Körper dann auch Lust hat zu wachsen. Allerdings, das Wachstum ist etwas, wenn es eintritt, das ist beim meisten der Fall, dass es eintritt, aber wenn es eintritt, dann sehr früh. Das ist etwas, eins der frühesten Dinge, die sich bei der Testosterontherapie überhaupt tun, dass da Wachstum passiert. Manche beschreiben schon, dass nach ein paar Tagen, dass sie da fühlen, dass sie empfindsamer da sind und dass sie irgendwie so ein kitzelndes Gefühl haben und dass sie irgendwie dass sich da halt schon irgendwas tut. Also das ist schon nach wenigen Tagen der Fall. Und das ist auch etwas, was, wenn ihr die Testosterontherapie, ja, wieder auf, also wenn ihr die beendet, oh, Words. Wenn ihr also die Testosterontherapie beendet, dann bleibt das auch. Also das Wachstum geht nicht wieder zurück. Hingegen diese leichte Erregung und die erhöhte Libido, das ist etwas, das ist einfach hormonell bedingt. Das kann natürlich nach Ende der Testosterontherapie sich auch wieder abflachen. Das ist auch etwas, das ist auch nicht ständig konstant. Je nachdem, welches Präparat ihr habt, zum Beispiel die Nebido-Leute, die ja über 3 Monate so ein Depot gespritzt bekommen, die haben gegen Ende der 3 Monate, wenn das Depot sich langsam dem Ende neigt und der Testosteronspiegel langsam sinkt, merken die manchmal auch schon, dass die Libido dadurch wieder sinkt. Das ist also eine sehr spontan je nachdem auf den Hormonspiegel angepasst. Eine Empfindung. Dieser Satz hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich sag's nochmal: Die Libido ist eine Empfindung, die sehr stark auf den spontanen oder aktuellen Hormonspiegel angepasst ist. Und wenn ihr anschließend wieder Östrogen zu euch nehmt und Testosteron runtergeht, dann ist die Libido auch wieder so wie vorher. Alles klar? Gut. Nächstes Mal übe ich sprechen und lesen und dann kriege ich das vielleicht auch mal problemlos hin. Noch etwas. Ach ja, genau. Für dieses geheimnisvolle Wachstum, was ich eben beschrieben habe, ist übrigens wieder unser schönes Dihydrotestosteron zuständig, was ja so ein stoffwechselhyperaktives Spaltprodukt von Testosteron ist. Das ist dasjenige Hormon, was insgesamt eigentlich die meisten Veränderungen, also die meisten vermännlichenden Veränderungen lostritt, was allerdings auch leider für den Haarausfall zuständig ist. Wenn ihr Probleme mit Haarausfall habt und ihr nehmt deswegen Finasterid oder ein sonstiges Medikament, was diese Spaltung von Dihydrotestosteron unterdrückt, dann habt ihr auch weniger Wachstum da unten. Gut, dann haben wir das. Dann geht es noch in Richtung jetzt weniger um Wachstum, sondern eher um den Bereich dahinter, der sich nach innen stülpt. Ich sage jetzt einfach mal V-Bereich. Ich denke mal, ihr wisst, wovon ich rede.
Da hat Testosteron auch noch eine Auswirkung, allerdings eine nicht so schöne, muss trotzdem genannt werden, sorry. Nämlich, wenn der Testosteronspiegel steigt, dann sinkt auch irgendwann der Östrogenspiegel. Und Östrogen ist das Hormon, was sich so ein bisschen zuständig fühlt für die Instandhaltung von den Schleimhäuten da unten im V-Bereich. Das heißt, wenn dann der Östrogenspiegel so weit gesunken ist, ja, oder an einem bestimmten Punkt einfach gesunken ist, dann hört die Befeuchtung und die Selbstreinigung von diesen Schleimhäuten, die stellt sich ein oder wird schwächer. Das kann, je nachdem, wieder mal von Mensch zu Mensch unterschiedlich, kann das stärker oder schwächer der Fall sein. Es kann noch so stark die Befeuchtung vorhanden sein, dass ihr keinerlei Nebenwirkungen oder keinerlei Probleme zu befürchten habt. Das ist dann natürlich top. Es kann aber auch sein, dass ihr dann unter Atrophie, also unter Trockenheit leidet. Das ist einerseits blöd, weil diese Feuchtigkeit ja auch dazu da ist, die Schleimhäute zu reinigen. Und wenn das nicht mehr geschieht, dann haben Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Pilze leichteres Spiel, sich einzunisten. Ihr könnt häufiger euch Infektionen da einfangen. Gerade da unten ist es unangenehm, weil man jedes Mal zu irgendeinem Arzt muss, der dann da, naja, drauf gucken muss. Oder es ist zumindest ein Teil, an den man nicht so unbedingt ständig erinnert werden möchte. Und es ist auch unangenehm, wenn man da eine Infektion hat. Deswegen kann das Risiko da steigen. Es gibt allerdings auch lokale Cremes, die man sich von Gynäkologen verschreiben lassen kann, in denen Östrogen enthalten ist, aber die wirklich nur dann lokal da wirken und dann die Schleimhäute selbst wieder so weit mit Östrogen versorgen, dass da diese Selbstreinigung, diese Befeuchtung wieder angekurbelt wird. Also Atrophie, das kann auf jeden Fall vorkommen. Das heißt Trockenheit oder dass ihr eben auch diese Trockenheit kann halt auch dafür sorgen, dass wenn ihr dann Sex habt und ihr benutzt kein Gleitgel zusätzlich, dass es einfach dann wehtut, weil einfach keine richtige Feuchtigkeit zustande kommt. Und noch eine andere Sache, die aber in dem gleichen Bereich sich abspielt, aber etwas anderes verursacht, auch nicht besonders schön ist, ein veränderter Geruch. Das geht ein bisschen einher mit der verringerten Flüssigkeitsproduktion der Schleimhäute, hat aber eher etwas mit dem Hormongleichgewicht insgesamt zu tun. Der Geruch, wenn du vor der Hormontherapie ohne irgendwelche Hormonpräparate und gesund den Schleim in dem V-Bereich dir anschaust, ist er klar und er ist auch geruchsneutral. Wenn dann die Hormontherapie startet, kann es sein, dass sich der Geruch verändert, dass er einfach irgendeine Art Eigengeruch entwickelt. Manche beschreiben es, dass sie irgendwie nach Sperma riechen. Manche beschreiben das, okay. Kann man so hinnehmen. Manche sagen auch, das ist irgendwie unangenehm, so streng und sowas. Das kann auch wieder weggehen. Also ich kenne das, dass das mal so vorübergehend der Fall war, wenn so mein Hormonhaushalt gerade wieder durcheinander gewirbelt wurde, weil ich eine andere Dosis bekommen habe oder auf ein anderes Präparat gewechselt habe. Dann ist gerade alles so im Umbruch und muss sich erstmal wieder einpegeln. Und in diesen Phasen, da hatte ich da mal so eine Woche lang oder so, habe ich da stärkeren Geruch wahrgenommen. Das kann aber wieder weggehen. Es kann aber bei manchen auch einfach bleiben, dieser unangenehme, stärkere Geruch. In dem Falle, ich kenne jetzt zumindest einen Fall, da hat die Hysterektomie, also sprich die Entfernung der Gebärmutter, diesen Geruch wieder beseitigt. Danach ist wieder alles normal gewesen, obwohl der V-Bereich selbst noch da ist. Und bei anderen, keine Ahnung, Gynäkologe fragen. Vielleicht hilft da auch diese östrogenhaltige Creme, um da lokal wieder den Hormonhaushalt etwas zugunsten der Schleimhaut zu verändern und zu beeinflussen. Aber das ist so eine Sache, die kann auch eintreten. Das ist hormonell bedingt, also wenn ihr die Testosterontherapie beenden würdet und dann Östrogen wieder zuführen würdet oder ihr selbst wieder Östrogen produziert, dann würde sich das auch wieder einpegeln. Das ist einfach nur so ein Ungleichgewicht. Das ist jedenfalls, das ist etwas, was wieder reversibel ist, sofern ihr natürlich keine Organe entfernen lassen habt. Also wenn ihr natürlich das wegmachen lasst, dann ist klar, dass dann nach Beendung der Hormontherapie nicht plötzlich wieder was da ist. Ja, mehr fällt mir nicht mehr dazu ein. Ja, wahrscheinlich wieder nur, wenn das Video vorbei ist. Deswegen wünsche ich euch gutes Wachstum.
und gute Entwicklung überhaupt, wenn ihr gerade in der Hormontherapie steckt. Und allen anderen, die sich darüber informieren wollen, hoffe ich, dass das Video irgendwas gebracht hat. Bis zum nächsten Mal, euer Kater Schnotz. Da. Ach Mann, ich will nach Hause. Ach, ich bin ja schon zu Hause.